falschen. Los! Chef, ein Zimmermann ist abgestürzt. Wo? Von der Gleitschalung. Ja und? Er war sofort tot. Ein Sizilianer, Montesi hieß er. Keller, ein tödlicher Unfall an der Staumauer. Ja, veranlassen Sie alles Nötige. Muss sein Bruder sein, Ricardo Montesi. Er arbeitet am Kran. Ricardo, Sie können ihm doch nicht mehr helfen. Ja, aber ich will ihn doch sehen. Ich will bei ihm bleiben. Lassen Sie ihn mitfahren. Wie ist es passiert? War es ein Unfall? Ich habe seinen Kollegen Castelli, der dabei war, in Ihr Büro bestellt. Gerade als er den Karabiner anders einhaken wollte, hat er aufgeschrien und ist nach hinten gefallen. Und Sie wollten ihn auffangen, konnten ihn aber nicht mehr ganz erreichen. Ja, Giovanni kann es bezeugen. Giovanni Renzi, er hat ganz in der Nähe gearbeitet. Ich habe ihn schon kommen lassen, er wartet vor der Tür. Gut. Hast du alles? Ja. Dann schicken Sie Ihren Kollegen rein. Jawohl. Wirklich, Chef. Ich habe versucht, Giuseppe zu halten. Er war mein bester Freund. Sie müssen mir glauben. Ja, ja, das tue ich auch. Salk hatte eigentlich solche Angst, dass wir ihm nicht glauben. Er macht sich wohl Vorwürfe. Schließlich war er der Einzige, der unter Umständen den Sturz hätte verhindern können. Ja, bitte. Chef, Sie wollten mich sprechen? Ja, kommen Sie rein. Castelli hat Sie als Zeugen für den Unfall angegeben. Wir brauchen Ihre Aussage fürs Protokoll. Das ist eine reine Formsache. Bitte setzen Sie sich. Dann schildern Sie uns mal, was Sie gesehen haben. Ich habe nur gesehen, dass Giuseppe hinunterstürzte und Marco so dastand. Und den Aufschrei von Montesi, den haben Sie auch nicht gehört? Nein. Naja, wenn Sie gerade gearbeitet haben bei dem Lärm. Sie haben also erst wieder hingeschaut, als Montesi bereits stürzte und Castelli vergeblich versuchte, ihn aufzuhalten. Ja, kann sein, dass er versucht, ihn aufzuhalten. Wieso? Zweifeln Sie daran? Ich habe nur gesehen, dass Giuseppe stürzte und Marco so dastand. Wollen Sie damit sagen, dass er ihn runtergestürzt hat? Und das habe ich nicht gesagt. Aber angedeutet. Wie kommen Sie denn darauf? Die beiden waren doch die besten Freunde. Waren. Jetzt nicht mehr. Seit Samstagabend, wo Sie sich im Wirtshaus geprügelt haben. Ach, also erst vor zwei Tagen. Sie haben sogar die Messe gezogen. Wenn wir Sie nicht zurückgehalten hätten, na, Sie können die anderen fragen. Sie glauben also, dass er deswegen... Ich glaube nicht. Ich habe auch nichts gesehen. Nur als Giuseppe hinunterstürzte... Ja, 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 das haben Sie ja bereits gesagt. Danke. Sie können jetzt gehen. Was jetzt? Wollen wir die Kriminalpolizei benachrichtigen? Hm, das müssen wir wohl. Jetzt kommen Sie dran, Marco. Und Sie warten inzwischen hier draußen. Was ist denn das hier für eine Versammlung? Die Zeugen der Wirtshausschlägerei. Der Inspektor hat sie bereits vernommen. Eben ist Marco rein. Sie haben sich vor zwei Tagen mit dem abgestürzten Montesi geprügelt. Warum verschwiegen Sie das dem Oberbauleiter? Ja,
Aber das hat nichts mit dem Unfall zu tun. Sie haben doch gedroht, Montesi umzubringen. Ich war betrunken. Wenn man wütend ist, dann weiß man nicht, was man sagt. Möglich. Wenn aber der Bedrohte zwei Tage später tatsächlich tot ist? Hm? Sie wollen mir zwar klar machen, Ihr Freund wäre einem Herzschlag oder ähnlichem erlegen, aber komischerweise hat den Aufschrei außer Ihnen kein Mensch gehört. Wie kam es denn zu dem Streit? Er hat schlecht von meiner Frau gesprochen. Na bitte. Aber als ich wieder nüchtern war, da habe ich gemerkt, er macht nur Spaß. So, das haben Sie gemerkt. Warum haben Sie sich dann mit ihm nicht versöhnt? Ich wollte ja. Er hat sich nicht entschuldigt. Und weil er das nicht getan hat, gerieten Sie in Wut und... Nein, nein, nein! Ich bin kein Mörder! Castelli, wer spricht denn hier von Mord? Ihr Sizilianer seid ein stolzes Volk, das ist allgemein bekannt. Und wenn ein Sizilianer in seiner Ehre verletzt wird, kann er das bloß mit Blut abwaschen. So ist es doch, nicht wahr? Nicht, wenn es sich um beste Freund handelt, der Spaß macht im Rausch. Na, so schön, lassen wir es mal für heute. Ich muss Sie allerdings bitten, die Baustelle bzw. das Arbeitslager bis auf Weiteres nicht zu verlassen. Ich fliehe nicht, Inspektor. Ich habe keinen Grund. Ich möchte weiterarbeiten. Was wollten Sie von dir? Der Inspektor glaubt, dass ich Giuseppe. Ach was, der macht Sie bloß wichtig. Weiß doch, wie die sind. Wenn man denen einen Toten zeigt, dann brauchen Sie gleich einen Mörder dazu. Ja. Haben Sie nun gesehen, wie er ihn hinuntergestoßen hat? Ja oder nein? Also direkt gesehen? Nein. Na bitte. Danke, Sie können gehen. Herr Inspektor, wie steht's? Wissen Sie jetzt mehr? Sagen Sie, war der Verunglückte wegen seines Herzens mal in Behandlung? Was müsstest du mal feststellen? Eine Obduktion könnte nämlich die Unschuld von Castelli feststellen. Aber seine Schuld? Wie soll man ihm etwas nachweisen? Kein Geständnis, kein Augenzeuge und mit Indizien allein? Nur, dass er betrunken, ich bring ihn umgerufen hat. Jedes Gericht wird ihn zumindest mangels Beweisen freisprechen. Ich sag's ja immer, das Gesetz macht's den Mördern leicht. Wenn mal ein silberner Löffel verschwindet und man findet ihn bei dir, kassiert man dich sofort. Da wird nicht lang gefragt. Aber wenn es sich um Mord handelt, da sind sie so vorsichtig. Wenn er vor Gericht kommt, werden sie ihn laufen lassen, hat der Inspektor gesagt, wegen... Mangels Beweise, meinst du? Ja, genau das hat er gesagt. Also möglich wär's schon, bei unseren Gummiparagraphen. Ich will mal nachsehen, ob Ricardo schon zurück ist aus der Stadt. So, Franz, weißt du schon das Neueste? Hey! Ah. Na endlich! Mittagspause! Heute soll es Gulasch geben. Du Götz, ich muss dir was sagen. Na dann sag's. Komm mal. Du spinnst ja. Wenn er es gewesen wäre, hätte ihn die Polizei doch gleich mitgenommen. Polizei? Er wird boykottiert, habe ich dir gesagt. Du sprichst kein Wort mehr mit ihm. Alles macht mit. Du kannst dich aus der Reihe tanzen. Thank you.
Alter. Wie zum Teufel konnte das passieren? Ich weiß nicht, Chef. Die Winde muss kaputt sein. Als ich den Kübel über der Schalung abbremsen wollte, fuhr er einfach weiter. Die Winde ist völlig in Ordnung. Das haben wir eben kontrolliert. Castelli, warum sagen Sie denn nichts? Ich weiß, dass man die boykottiert. Sie wären beinahe ums Leben gekommen. Durch einen Landsmann. Sehen Sie da keinen Zusammenhang? Nein, Chef. Ricardo hatte keinen Grund, mich zu töten. Er ist der Bruder des abgestürzten Montesi. Das haben Sie doch gewusst. Natürlich. Und Sie sind trotzdem überzeugt, dass es kein Racheakt war? Rache wofür? Was sagen Sie? Sind Sie so dumm oder stellen Sie sich nur so? Ricardo ist kein Mörder, wie ich keiner bin. Sie verteidigen ihn, obwohl er Sie beinahe zerquetscht hätte. Ricardo, Sie melden sich beim Polier. Ab sofort arbeiten Sie auf einem Bagger. Die Arbeit am Kabelkran übernimmt ein anderer, sicherheitshalber. Na los, geht schon. Wenn Sie wollen, gebe ich Ihnen frei, bis der Obduktionsbefund vorliegt. Bitte, Chef, ich möchte meine Arbeit fortsetzen. Sonst könnten die Leute ja glauben, dass ich... Na ja, gut. Wie Sie wollen. Komischer Verein, was? Sieht aus wie Blutrache. Ach, du siehst ja Gespenster. Wenn wir nur das Ergebnis der Obduktion schon wüssten. Hast du die Polizei angerufen? Ja, schon zweimal. Sie warten auf den Befund aus dem Krankenhaus. Sobald sie ihn haben, geben sie ihn durch. Na, hoffentlich heute noch. Wir haben wie alle Krankenhäuser zu wenig Personal und zu viele Patienten. Ich werde diese Obduktion machen. Aber wann ich sie mache, das müssen Sie mir schon überlassen. Schließlich gehen die Lebenden vor. Ja, es geht um einen Lebenden, dessen Unschuld nur durch die Obduktion bewiesen werden kann. Herr Professor, der Tote war doch schon mal in Ihrer Behandlung. Ja? Wegen seines Herzens. Ja. Er könnte da nicht auch das Herz versagt haben. Ja, möglich ist es, aber Sicherheit bringt die Obduktion. Herr Professor. Ich werde mein Bestmöglichstes tun, dass wir noch heute... Ja, stellen Sie sich doch mal die Lage dieses Mannes vor. An der Staumauer arbeiten über 300 Leute. Wenn die einen von sich für einen Mörder halten. Hau ab! Wir schlafen nicht mit einem Mörder unter einem Dach! Nein, Herr Inspektor. Nein, der Professor hat mir fest zugesagt, die Obduktion noch heute durchführen zu lassen. Ja, auch wenn es spät werden sollte. Ja, natürlich. Ja, bloß darf er den Befund außer der Polizei niemandem mitteilen. Ja, was heißt nicht so dringend? Sie haben gar keine Ahnung, wie sich die Leute dem Castelli gegenüber aufführen. Ja, gut. Ja, der Professor wird Sie gleich nach der Obduktion anrufen unter Ihrer Privatnummer. Und ich möchte Sie bitten, bei mir das Gleiche zu tun. Ja, 267. Kann mich also darauf verlassen. Gut, danke. Ich lasse Ihnen gleich ein paar Decken hier bringen. Wenn Sie hier übernachten, kann ich Sie gleich anrufen, sobald der Befund vorliegt. Danke, Chef. Ja, hoffentlich bestätigt er Ihre Aussage. Ich habe nichts zu befürchten, Chef. Na gut. Gute Nacht. Was ist denn los? Was wollt ihr so spät noch von mir? Wir haben was zu besprechen. Ja, worum geht's denn? Das ist unsere Sache. Da kann ich ja wieder gehen. Kommt morgen nicht in Markus Nähe. Du nicht und keiner von euch. Was soll das? Wir arbeiten mit Marco zusammen. Dann arbeitet auf einem anderen Gerüst. Bei Marco ist es zu gefährlich. Wieso?
Kümmert euch um gar nichts. Bleibt einfach weg von Marco. Capito? Ach, ihr spinnt doch. Wir müssen verhindern, dass ein anderer vor Marco die Planke betritt. Sonst ist unser Plan umsonst. Also Herzinfarkt. Als er abstürzte, war er bereits tot. Na, danke Ihnen, Inspektor. Tesi! Ja, Chef! Kommen Sie doch im Laufe des Tages mal in mein Büro. Da sind noch ein paar Formalitäten zu erledigen wegen Ihres Bruders. Lohnabrechnung, Überführung, Sterbekasse und so weiter. Ja, ich werde kommen. Ja, noch etwas. Sorgen Sie doch dafür, dass dieser blöde Boykott endlich aufhört. Als Ihr Bruder abstürzte, war er bereits tot. Hat die Obduktion einwandfrei ergeben. Herzinfarkt. Also, bis später. Was? Chef! Halt! Nicht! Chef! Chef! Sie müssen verhindern, dass Marco die Planke bringt tot! Lassen Sie mich mit Ihren abergläubischen Ammenmärchen in Ruhe! Ich habe die Planke angesägt! Was? Der Sicherheitsgurt ist auch kaputt! Er wird abstürzen, wenn er die Planke betritt! Verdammt, Brieger! Lassen Sie niemanden aufs Gerüst! Vor allem Castelli nicht. Für ihn besteht höchste Lebensgefahr. Ende.
GmbH wären Sie auch in die Tiefe gestürzt. Aber diesmal wäre es kein Herzinfarkt gewesen. Tja, tut mir leid. Aber ich muss die Polizei verständigen. Nein, bitte nicht, Chef. Lassen Sie die Polizei aus dem Spiel. Dann wollen Sie nicht, dass er bestraft wird? Wenn er geglaubt hat, ich hätte Giuseppe auf dem Gewissen, dann war es seine Pflicht. Pflicht? Ein Mord? Vendetta, Chef. Wo ist denn da der Unterschied? Chef, Sie sind ein kluger Mann, aber das werden Sie nie verstehen. Dazu muss man Sizilianer sein, nicht wahr, Ricardo? Du bist mir nicht mehr böse, Marco. Ich hätte dasselbe gemacht. Verrückte. Wie aus dem finstersten Mittelalter. Und bauen an einem Staudamm.